Lohnt sich PR, lohnt sich die Präsenz von ja, Experten, Trainern, Agenturen und so weiter in den klassischen Medien, ja, in Online-Magazinen, in Zeitungen etc. Darüber wollen wir heute sprechen. Bei mir ist Ruben Schäfer, seines Zeichens PR-Berater und Chefredakteur beim Gewinner-Magazin. Er arbeitet auch schon seit längerem jetzt mit uns gemeinsam zusammen. Ja, davor warst du sogar nochmal Teilnehmer unseres Elite-Trainings. Jetzt bist du auch in der Excellence Mastermind bei uns mit dabei. Und ja, in dieser Funktion wollen wir ein bisschen darüber sprechen, ja, wie allgemein dieses Thema mediale Präsenz, Sichtbarkeit sich auswirkt auf Expertenstatus, ob das Ganze sinnvoll ist, für wen das Ganze sinnvoll ist, worauf man achten sollte und dergleichen. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, danke. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Freue mich. Stell ganz kurz vor. Ich bin Ruben Schäfer, ich bin PR-Berater. Ich bringe Unternehmer, Experten in die Medien, in die Presse. Ja. Und sorge am letzten Endes dann dafür, dass die mehr Präsenz haben einerseits, andererseits mehr Bekanntheit und natürlich noch so nette Nebeneffekte wie besser bei Google gefunden werden, weil man die Artikel dann da findet oder dass man sich auf die Webseite so ein kleines Bekannt-aus-Badge dann da drauf machen kann, was dann den Trust nochmal ein bisschen erhöht. Ja, also das liefern wir am Ende des Tages mit Medienpräsenz. Genau, das heißt im Prinzip, du sorgst dafür, dass jemand mit seiner Botschaft, mit seinen Themen, mit seinen Methoden halt nicht nur jetzt online auf den Plattformen stattfindet, die man selber so kontrollieren kann, also jetzt Facebook, YouTube, Podcasts und dergleichen, sondern dass man es auch, ja, sag mal, in die traditionellen Medien schafft, also in Fachmagazine oder auch in die ganzen Leitmedien, die es da so gibt. Genau, richtig. Und du hast auch ganz was ganz Spannendes schon gesagt, man kann es halt nicht so richtig kontrollieren. Ja. Ne, es gibt auch, habe ich immer mal wieder, dass Leute dann zu mir kommen, die haben es schon mal probiert, haben dann irgendwie Journalisten angeschrieben und da gibt es dann, meistens passiert dann einfach gar nichts, ne, weil die wissen nicht, wie man mit denen in Kontakt tritt, was machen Journalisten eigentlich, wie arbeiten die eigentlich, wie sieht deren Alltag aus, da ist einfach gar kein Verständnis da. Aber Journalisten sind halt Gatekeeper und haben in der Regel riesige Reichweiten. Journalisten beinfluenzen sich auch sehr stark gegenseitig. Das heißt, wenn ein Medium anfängt zu schreiben, dann breitet sich das relativ stark aus. Aber man sollte halt genau wissen, was man da auch tut, damit das auch nachher zu einem Werbeeffekt quasi führt und nicht irgendwie aus Versehen dann wie so ein Bumerang zurückkommt. Ja, das Thema ist halt super, super interessant, weil häufig ist es halt erst so, dass man für die breite Masse ja erst dann irgendwie zum Experten wird oder so, wenn irgendeiner mal irgendwie über dich berichtet hat. Die meisten sind nur Experten aus eigenem Anreiz heraus, aus eigener Proklamation heraus. Und sobald halt mal irgendein Medium, also eine Zeitung, eine TV-Sendung oder ja, irgendwas Offizielles jemanden als Experten eingezogen hat, dann ist es quasi so, hier Stempel drauf, offiziell. Den jetzt gibt's. Experte. Und dementsprechend ist halt meiner Meinung nach super, super interessant, dass wenn jemand schon seit längerem irgendwie in seiner Selbstständigkeit arbeitet, auch schon sehr erfolgreich ist, dass er irgendwann mal geadelt wird durch den einen oder anderen Auftritt in einem dieser Medien. Wie kann man denn jetzt es schaffen, so ganz grob, in so 4, 5 Schritten vielleicht, dass man da vielleicht mal die ein oder andere Gelegenheit bekommt, sich da irgendwie zu präsentieren? Geht es direkt darum, dass man direkt in den ganz großen Medien anfängt oder muss man sich erst irgendwie hochdienen oder wie läuft das Ganze ab? Also hochdienen ist immer eine gute Idee, definitiv. Jetzt direkt ganz oben anzufangen, eher schwierig, kann theoretisch aber auch funktionieren. Ganz wichtig ist, dass die meisten, was die meisten einfach nicht so richtig berücksichtigen ist, damit du mit einem Thema überhaupt medial stattfindest, muss das eine gewisse Aktualität haben und eine gewisse Relevanz. Mhm. Und viele vergessen den Aktualitätsaspekt völlig, sondern die gehen einfach wild auf Medien zu mit einem Thema, was sie für relevant halten. Das ist aber dann weder aktuell, und es ist am Ende des Tages auch nicht relevant, weil die überschätzen einfach die Relevanz extrem. Ja. Die leben in ihrer Filterblase und sagen, ja, bei mir ist alles Coaching, bei mir ist alles Spiritualität, das ist doch super wichtig. Aber es ist in den Medien halt einfach so, im Rest der Welt, außerhalb deiner schönen Bubble, ist es halt einfach nicht so wichtig. Und das ist etwas, was ich dann zum Beispiel mit den Leuten mache. Ich suche nach aktuellen Aufhängern, sodass wir also, zum Beispiel jetzt ist gerade diese Coronavirus-Geschichte, dann ist zum Beispiel die Frage, bist du jetzt zum Beispiel jemand, der digitalisiert Unternehmen? Ist ja super für dich, dann geh doch mal auf Medien zu, weil du hast jetzt den aktuellen Aufhänger und es ist jetzt auch relevant für viele Unternehmen. Dann kannst du jetzt auf Medien zugehen und sagen, ich kann dir zum Beispiel zeigen, wie du, oder ich kann im Medium erklären, wie ein Unternehmen so digitalisieren kann, dass es ohne Beeinträchtigung weiter voll effektiv funktionsfähig ist. Das heißt, weil jemand wie ich müsste jetzt quasi den Kontakt suchen an dieser Stelle zu einem Leitmedium und sagen, hey, pass auf,
Dienstleistungen lassen sich auch virtualisieren. Es gibt faktisch schon zehntausende Menschen, die das machen. Das ist nicht so wirklich ein Mainstream-Thema. Und die Corona-Krise zum Beispiel wäre jetzt ein wunderbarer Anlass, um zu sagen, hey, überdenk doch mal dein Geschäftsmodell, digitalisiere deine Prozesse, damit auch deine Mitarbeiter überhaupt beim Homeoffice und so weiter jetzt daheim bleiben können. Dann könnte ich jetzt als Experte dafür herangezogen werden quasi. Genau, richtig. Gut. Das heißt, das ist also ein Weg, dass man sich da irgendwie positioniert. Erstmal muss man positioniert sein. Man darf nicht Experte für... Das ist halt schwierig. Ne? Das ist sowohl in der Kundenakquise schwierig, als auch in den Medien letzten Endes. Wenn ich so ein Feld-, Wald- und Wiesen-Experte bin und ich mache alles, dann wissen auch Journalisten nicht so richtig, was können die jetzt von dir erwarten. Ne? Und dann wird es halt schwierig. Und ich gehe also jetzt hin, Positionierung, überlege mir jetzt halt so einen Aufhänger. Und jetzt gehe ich selber hin und schreibe aktiv die ganzen Medien an oder läuft das Ganze ab? Oder hoffe ich darauf, dass irgendwie ich auch mal entdeckt werde mit dem, was ich da publiziere, oder wie läuft das genau ab? Also es gibt grundsätzlich natürlich die Möglichkeit, dass man entdeckt wird. Das passiert aber in der Regel Leuten, die schon eine sehr hohe Reichweite haben, mit einem sehr reichweitenstarken Blog oder einem YouTube-Kanal zum Beispiel. Medien stehen da total drauf, wenn man bei YouTube aktiv ist, weil die dann auch sehen können, der kann quasi reden und so weiter. Den könnte man auch ins Fernsehen, ins Radio lassen. Das heißt, die Leute wissen bereits, die Person ist medientauglich. Das genau. Die kann vor der Kamera sein, die kann frei sprechen, die ist nicht in der Lage... Die ist in der Lage, jetzt nicht da rumzustottern, die kann sich artikulieren, genau. Das ist schon mal super, genau. Super gut. Wenn man das nicht hat, ist auch nicht weiter schlimm, das muss nicht so sein, aber dann muss man den Medien wirklich ganz kurz und knackig, man sucht sich Journalisten raus. Es gibt gewisse Kriterien, die man dann anwendet. Ist ein Journalist überhaupt an dem Thema interessiert? Ist das überhaupt so sein Thema? Ja. Schreibe ich jetzt an Redaktion@ oder suche ich mir lieber den einzelnen Ansprechpartner raus? Und was schreibe ich dem dann? Weil, und das wissen halt viele nicht, die nie mit Medien zu tun hatten, ein Fachjournalist oder generell ein Journalist, der aktiv ist, der bekommt am Tag so circa 300 E-Mails. Und ich vergleiche das dann gern mit so einem Specht, der hat dann so eine Tastatur und hackt die ganze Zeit auf die Löschentaste und löscht alles raus. Das allermeiste ungelesen, wird schon am, wie bei vielen halt bei so Newslettern, das scheitert schon am Betreff, weil die Leute dann nicht wissen, wie formuliere ich einen Betreff, der einen Journalisten interessiert, der nicht werblich klingt, der aber trotzdem Interesse weckt und so weiter. Da geht es dann los und wie formuliere ich die E-Mail und die Anfrage, damit das auch seriös rüberkommt und so weiter. Das ist dann nachher das, was wir in Zusammenarbeit dann tun. Okay, das heißt, du bist quasi dann diese Themen übernehmen im Prinzip. Ja, du würdest also jetzt dann in die Akquise gehen quasi bei Journalisten, eventuell versuchen, Themen zu platzieren, wenn man dich bucht. Ja. Das ist bei einzelnen Selbstständigen. Ne? Es gibt aber auch andere Alternativen, dass man als Unternehmen selber anfängt, Pressemitteilungen rauszugeben ab einer gewissen Größe, wo auch was passiert regelmäßig. Genau. Das macht auch relativ viel Sinn. Das haben wir auch bei uns eingeführt zum Beispiel, dass wir regelmäßig darüber berichten, wie unsere Umsatzzahlen sind. Bei der großen Gala, die wir abgehalten haben zum Beispiel, gab es auch Pressemitteilungen. Ja. Und das ist ganz witzig, weil ich hätte nicht gedacht, dass das aufgegriffen wird tatsächlich. Mhm. Das ist dann auch so regional aufgegriffen worden oder von anderen Medien auch aufgegriffen worden, einfach weil Pressemitteilungen halt, so als zur Erklärung, die laufen so als Feed, glaube ich, rein in irgendwelche Nachrichtenportale, wo dann wiederum Journalisten darauf zugreifen, um sich zu gewissen Themen, gewisse News zu holen. Also das ist auch ein interessanter Weg. Ja, also vielleicht, das muss man schon trennen, ein einzelner Experte, der jetzt noch nicht so eine wirkliche Präsenz hat, der muss quasi so ein bisschen Klinken putzen gehen, in Anführungsstrichen, und Journalisten einzeln ansprechen. Da haben wir einfach auch den großen Vorteil, dadurch, dass wir mit vielen da zusammenarbeiten, habe ich einen riesen Verteiler, eine riesen Liste im CRM, wo ich genau weiß, ich habe hier Journalisten XYZ und die interessieren sich für das Thema A, B und C. Ja. Und ich kann die direkt ansprechen. Also das ist eine extreme Sisyphus-Arbeit. Ich meine, jedem selbst überlassen, wenn man die Zeit hat. Ne? Aber das ist wirklich, jeden Tag arbeiten wir daran, unseren Verteiler größer zu kriegen, damit wir die Fachjournalisten entsprechend ansprechen können. So, das ist für die Einzelunternehmer. Ja. Wenn du jetzt aber ein Unternehmen bist, was in deiner Region einfach schon relevant ist, ja, wenn man dich regelmäßig sieht, wenn man hier ein Schloss mietet und dann die ganze Nacht mit seinem Logo in 10 mal 30 Meter anstrahlt und die Leute einen so von sich aus schon sagen, was ist das denn, wer ist das denn? Dann macht es irgendwann Sinn zu sagen, wie kann ich regelmäßig Medien direkt ansprechen, wie kann ich zum Beispiel auch direkt in Google News erscheinen, meine Suchergebnisse selber direkt beeinflussen, und dafür gibt es dann Portale zum Beispiel, die wiederum ein bisschen Geld kosten, die wir dann entsprechend auch bespielen und beackern. Ja, also ich kann nur sagen, bei uns hat es schon einen Effekt gehabt, auf jeden Fall. Die regionale Bekanntheit, wir sind ja auch ein Online-Unternehmen, das ist eigentlich jetzt für Koblenz zum Beispiel direkt, wo wir sitzen, macht es kaum Unterschied, ob wir jetzt hier wären oder woanders. Ja. Der einzige Einfluss, den wir halt haben, ist halt lokal, dadurch, dass wir halt hier Mitarbeiter beschäftigen. Und dadurch, dass das halt das eine oder andere Mal auch schon aufgegriffen wurde lokal, dass die Leute einfach wissen, wer man ist, dann bekommt man auch gute Mitarbeiter drüber. Ja. Also es ist durchaus interessant, auch da in gewisser Form auch mit lokalen Medien, die halt lokal gelesen werden,
Kontakt aufzubauen. Das finde ich jetzt super, super interessant. Darf ich da kurz ein? Ja. Du darfst ja nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Kundengewinnung. Ne? Es ja, geht ja, ja zum genau. Beispiel Thema Mitarbeitergewinnung. Oder ich sage, keine Ahnung, ich fange an und kaufe zum Beispiel Immobilien. Oder ich fange an zu bauen. Ich will ja. mal irgendwie... Ja. Ich brauche Genehmigungen zum Beispiel, ich muss mal mit dem Bürgermeister reden und sowas, dann hilft das schon, wenn es dich nicht nur in irgendwelchen Facebook-Ads gibt und ja. auf irgendeiner Landingpage, sondern wenn der dich aus der Zeitung schon kennt, der nimmt dich ganz anders wahr. Ja, das ist sowieso der ganze Effekt von dieser Art von Marketing auf dritten Plattformen, die man nicht so direkt kontrolliert. Also bei uns auch, wir sind ja auch mit einer Immobilienfirma unterwegs, also auch Baudeckimmobilien als eine eigene Firma, und es ist schon hilfreich, gerade wenn man so jung ist wie wir. Ich meine, wir kommen jetzt dahin, jeden Monat irgendwie sind wir dabei, ein Objekt mindestens mal zu akquirieren aktuell, und es ist schon hilfreich, wenn man dann Mitte 20 oder in meinem Fall jetzt Anfang 30 ist und man hat halt rechts und links schon Online-Präsenz, wo die Leute einfach sehen, das ist eine ernstzunehmende Persönlichkeit. Ja, die ja. wird auch dann mal aufgegriffen hier und da. Die Firma gibt es wirklich. Es hat eine gewisse Kontinuität. Weil was nützt es dir, gut zu sein, wenn du keiner weiß, dass du gut bist? Ja? Das Absolut. Ist bei uns auch sehr hilfreich, wenn es darum geht, mit der Bank zu verhandeln, wenn es darum geht, wie gesagt, neue Mitarbeiter zu gewinnen, wenn es darum geht, auch nur ein neues Büro sich zu besorgen. Ja, wenn ich die Wahl habe zwischen einem neuen Mieter, der mit so einem gefühlten Startup in die Ecke kommt, das kein offensichtlich scheinbar kein Geld verdient, versus ja. eine Firma, die eine gewisse Präsenz hat. Also es macht schon einen drastischen Unterschied auch bei uns aus. Du warst bei uns im Training. Du hast dich dann da auch logischerweise nochmal fokussiert auf ein gewisses Klientel. Das heißt, du machst momentan auch viel, tatsächlich auch jetzt durch die ganzen Kontakte, die du auch bei uns im Training geknüpft hast, PR-Beratung, also für Experten selbst auch. Genau, richtig. Als neuartige Nische, weil das verstehen ja viele nicht. Es entsteht da hier ein Markt, den ich auch beschrieben habe hier in meinem Buch Wissen macht Umsatz, der sehr, sehr kaufkräftig ist im Vergleich zu anderen Märkten, anderen Selbstständigen, die es da so gibt. Das heißt, gerade dieser Expertenmarkt, die virtuellen Dienstleister, die enorm hohe Margen haben, das lohnt sich halt. Da wird halt so ein großes Rad gedreht, dass es da sehr schnell zu Firmen gibt, die ein signifikantes Level erreichen und dann dementsprechend auch diese PR-Beratung auf dem Level brauchen. Das, du bist im Prinzip jetzt eigentlich so der Erste, der sich darauf fokussiert hat, jetzt auch in gewisser Form Experten darzustellen. Ja, ja. Während alle anderen PR-Beratungsagenturen, die es da so gibt, halt so feldwaldwiesenmäßig irgendwie so entweder eine andere Branche machen oder halt irgendwie alles querbeet, so bist du jetzt quasi der Erste, der sich darauf fokussiert hat, Coaches, Berater etc. in die Medien zu bringen. Und in dem Zusammenhang gibt es jetzt auch seit kurzem das Gewinnermagazin. Das genau. erscheint im selben Verlag, übrigens auch hier wie unser Buch veröffentlicht wurde, also mein Buch. Das erscheint im Deutschen Coaching-Fachverlag. Erzähl mal, was war da die Intention dahinter, dieses Portals aufzubauen, und für wen ist das Ganze gedacht? Also die Idee zum Gewinnermagazin war im Prinzip, dass wir uns die Medienlandschaft mal angeguckt haben, die es so an Online-Medien gibt. Und wir haben festgestellt, da wird ganz viel geschrieben über Marketing, da wird ganz viel geschrieben über irgendwelche Ads oder dergleichen. Da gibt es viel was mit sich Agenturen, E-Commerce etc. Also da wird ganz viel gemacht. Aber dieser Coaching-Markt, so gigantisch er auch wächst, alle Zahlen, die man da sehen kann, sprechen da eine eindeutige Sprache. Es gibt kein Magazin, was sich wirklich regelmäßig in einer hochwertigen Qualität, also es gibt ja so ein paar Blogs oder so, aber es gibt kein Magazin, was sich regelmäßig in einer hochwertigen Qualität diesem Thema widmet, Experten vorstellt, Geschäftsmodelle vorstellt, relevante News für diese Zielgruppe liefert. Und das tun wir letzten Endes. Wir haben das Gewinnermagazin jetzt vor einem Monat gegründet. Und beziehungsweise sind seitdem live. Das wächst jetzt relativ stark immer weiter. Wir sprechen jetzt im Moment noch mit vielen Experten. Eine Idee hinter dem Gewinnermagazin war, dass wir Coaches, Beratern, selbstständigen Agenturinhabern auch die Möglichkeit geben, sich und ihr Unternehmen mal zu präsentieren. Mhm. Das heißt, wer da interessante News für uns hat, der kann sich gerne an uns wenden. Wir sind für sowas sehr, sehr offen, interessieren uns sehr, sehr für, was der Markt so hergibt, freuen uns über Kontakte, die das Netzwerk einfach noch ein bisschen erweitern. Das ist jetzt im Moment so das, womit wir uns beschäftigen, dieses Netzwerk einfach noch ein bisschen auszubauen. Da sind ja schon einige Leute mit dabei gewesen, ist auch zum Start direkt. Also hier Dirk Reuter war mit dabei, war noch mit dabei. Der Nikita war noch dabei. Matthias Nickhoff war mit dabei. Nickhoff. Also es ist schon, genau, es sind jetzt schon so einige Leute mit dabei gewesen, waren auch mit dabei. Das heißt, meiner Meinung nach bisher finde ich es inhaltlich total top. Also was sich da bisher so tut, habe ich also auch noch nicht in der Form gelesen, dass irgendeiner sich halt ernsthaft mal damit auseinandersetzt, was da in diesem Markt passiert. Also es ist ja nicht nur jetzt dieses Coaching-Thema, sondern allgemein dieser Persönlichkeitsentwicklungsmarkt, der da
abläuft. Also die Themen gehen eigentlich in alle Bereiche rein, die vor allem Selbstständige interessieren dürften. Genau. Also der Name sagt ja ein bisschen Gewinnermagazin. Da steckt das Wort Gewinn ja irgendwie schon drin. Also es geht am Ende darum, dass Selbstständige, die erfolgreich sein möchten, da drin A, auftauchen und B, daraus auch ihre Informationen beziehen können, ja, worum es dann gerade so geht, was wichtig ist und dann natürlich auch, wie man damit eben ehrlich, vernünftig Geld verdienen kann, sein Business ein bisschen anpassen kann mit Tipps, die man darin findet etc. Ja. Also dafür ist es eine gute Plattform. Für wen es keine Plattform ist, muss man vielleicht auch dazu sagen, wer jetzt sagt, ich bin im E-Commerce unterwegs oder keine Ahnung, ich bin Multilevel-Marketer und bin auch ein ganz toller Gewinner, verdiene da riesig Geld, wenn ich dann irgendwelche Cremetiegel an meine Verwandten verkaufe oder sowas. Also das ist jetzt nicht der Gewinner, den wir ansprechen, sondern das ist wirklich für Leute, die ernsthaftes Business betreiben, um die Welt ein Stück besser zu machen am Ende des Tages. Ich finde es halt spannend, wenn man halt so schaut, die meisten, die halt jetzt, wie gesagt, Selbstständige sind, wenn man die jetzt online sucht, da findet man halt nie was zu. Ja. Und dementsprechend ist es halt super interessant, auf einer Plattform wie der vielleicht mal gefeatured zu sein, einfach weil man dann halt nochmal irgendwo anders auftaucht, aus auf den eigenen Medien. Also es macht schon einen Unterschied aus, wenn man einfach rechts und links irgendwas Cooles noch findet, wenn man die Personen sucht. Ich meine, wir haben ja ohne Ende bei uns auch Leute drin, die sind dann irgendwie teilweise, machen die was Neues, jetzt seit einem Jahr oder so, ja, sind super erfolgreich, machen teilweise 1 Million Euro im Jahr Umsatz und mehr, aber kein Mensch kennt die. Ja, ja. Sie machen teilweise halt auch in jeweiligen Nischen halt viel, viel mehr Geld als dann Experten, die man seit Jahren kennt. Also ich habe das immer wieder, dass wir bei uns im Coaching dann plötzlich Leute haben, die zu uns kommen, wo ich sage, hey, von dem habe ich selber vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so Inhalt konsumiert. In meinem Kopf ist der groß, nur spiegelt sich das Ganze halt noch nicht in den Umsatzzahlen wieder. Ja. Und das ist halt auf der einen Seite auch das ist halt die Kehrseite der Medaille. Nur weil man bekannt ist, nur weil man Reichweite hat, heißt das noch nicht automatisch, dass man auch geschäftlichen Erfolg hat. Also wenn beides zusammenkommt, ja, dass man sowohl ein gutes Angebot hat, sich stark positioniert, verkaufen kann und dann kommt noch bezahlte Werbung dazu, aber auch so Medienauftritte drumherum, die halt Vertrauen schaffen bei den Kunden, ja, weil die halt noch Informationen finden, sich weiter informieren können, stöbern können. Das ist halt so die gewinnende Kombination, die unserer Erfahrung nach da einfach dafür sorgt, dass man mit seinem eigenen Expertenbusiness da durch die Decke geht. Ja. Ja. Das ist im Prinzip bei PR-Arbeit, bei allen Maßnahmen, die man so macht, es geht viel um Bekanntheit, aber es geht auch insbesondere um Vertrauen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und das machen wir zum Beispiel dann mit dem Gewinnermagazin eben auch, weil am Ende des Tages, wenn du dich als Experte vorstellen möchtest, du möchtest deine Geschichte ein bisschen erzählen, wer liest denn auf deiner Landingpage ein 2000 Wörter langes Interview? Ja. Das macht ja einfach keiner. Ne? Die Leute klicken dann irgendwie auf den Button oder sie lassen es einfach auch bleiben und sagen, sie nehmen dir das nicht ab. Und im Gewinnermagazin, wir kuratieren die Leute wirklich vernünftig. Wir gucken also ganz ehrlich, wer ist da geeignet, wer passt da gut rein, wer hat auch wirklich was geleistet. Ne? Wie gesagt, das sortieren wir schon ordentlich durch. Aber wenn jemand als Experte wirklich was Interessantes kann und eine schöne Dienstleistung anbietet und das auf eine ehrliche Art und Weise macht, dann geben wir dem letzten Endes die Plattform und das sorgt am Ende des Tages natürlich dafür, der wird dann, wenn er gegoogelt wird, bei Google eben gefunden und zwar nicht mit seiner eigenen Landingpage, sondern noch mit einer weiteren Seite, wo man dann eben mehr Informationen und vielleicht auch interessante Informationen über ihn einfach auch noch persönlich erfährt. Ja. Und ja, das erhöht einfach letzten Endes den Trust, dann kommen möglicherweise mehr Leute, bewerben sich, mehr Leute kommen ins Gespräch oder die Leute nehmen dich im Verkaufsgespräch vielleicht auch ganz anders wahr, weil die wissen, okay, der Typ, den gibt's wirklich. Ne? Der hat sich nicht irgendwas aus den Fingern gesogen quasi und mit seinen letzten 100 Euro eine Facebook-Werbung aufgesetzt, sondern das ist ein existentes Business und das bringt was und Gewinn. Und deswegen eben Gewinnermagazin, da featuren wir die Leute. Man kann es halt nie so genau messen, wenn es halt über dritte Medien stattfindet. Das weiß ich halt einfach auch. Aber wir haben halt auch schon alles, wir haben auch schon Werbung im Kino gemacht zum Beispiel. Ja, da kann man es halt nicht so wirklich messen. Da kann man höchstens halt eine eindeutige URL benutzen. Ja, geh jetzt auf diese Seite drauf. Aber wer geht jetzt sofort nach dem Kino auf eine Seite drauf? Unwahrscheinlich. Aber der Brand-Effekt, der kommt halt einfach. Die Leute merken einfach, du bist eine Marke. Du findest nicht nur in deiner eigenen Sphäre statt, sondern auch auf anderen Portalen. Und das Lustige ist ja, dass man muss teilweise nur diesen ersten Artikel einmal irgendwo gehabt haben. Und der brütet halt andere Artikel aus. Also es wird immer wieder aufgegriffen, sobald man einmal irgendwo stattgefunden hat. Im Prinzip, dann geht es halt immer wieder weiter. Auch ein Grund, warum man sich zum Beispiel von vornherein Gedanken drüber machen sollte, das richtig zu machen. Ne? Weil wenn der erste Artikel irgendwie, kennt ja jeder, glaube ich, dieses Christian Lindner-Interview, wo der damals von der Deutschen Welle da so durch den Kakao gezogen wurde, von wegen Jungunternehmer im geleasten Mercedes. Genau.
Also man kriegt das schon irgendwie hin mit Gewalt, wenn man einen Redakteur nur genug nervt, aber dann kommt am Ende sowas bei rum und das färbt dann die nächsten 3 Jahre auf die weitere Berichterstattung ab. Ne? Also deswegen sollte man von vornherein sich auch überlegen, man kann das richtig machen, dann bringt es auch von Anfang an was und dann ist es auch wieder so eine Positivspirale am Ende des Tages. Ja, ja. Ja, ich denke, das ist super interessant, besonders wie gesagt, wo im Coaching-Markt und so weiter sowieso ein bisschen so kontrovers diskutiert wird, was da so in der, aus der Sicht der Öffentlichkeit ist halt Erfolg oder Coaching, was als Veränderung halt der eigenen Persönlichkeit hin zu einer anderen, besseren Person nicht so Mainstream-tauglich ist an sich. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Thema, gerade wenn man ein Coach und Berater ist, dann sollte man auch nicht nur darauf vertrauen, dass alles in Ordnung ist, sondern auch selber proaktiv einfach die Kontakte suchen und einfach ja, diesen Prozess von vornherein einfach steuern und sich irgendwann als Experte da etablieren, weil man weiß nie, ja, was mal eines Tages so kommen wird. Und es ist immer gut, wenn man schon mal im Vorfeld einfach man den eigenen Namen eingibt, man findet halt vernünftige Sachen. Ja. Und das ist auf jeden Fall hilfreich. Und wie gesagt, besonders wenn man am Anfang steht und man ist noch nicht so bekannt, dann kann ein Artikel, der bei Google in der Search auftaucht, mehr oder weniger, schon den Unterschied ausmachen. Ja, das kann sein, dass du 1-2 Kunden im Monat mehr gewinnst, weil man was gefunden hat von dir, was einfach auf einem dritten neutralen Medium dich auf eine gute Art und Weise dargestellt hat, ja. Auf eine faire Art und Weise. Das ist in Ordnung. Absolut. Genau. Also eben, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, such den Kontakt zu Ruben. Ja, besucht auf jeden Fall mal das Gewinnermagazin. Wir können das Ganze auch mal hier einblenden. Da werden, wie gesagt, jetzt schon etliche Leute dargestellt, die man als Berater kennt. Da sind noch einige Kunden von uns dabei, die bei uns auch groß geworden sind die letzten Jahre und die sich halt eine Expertenposition in ihrem jeweiligen Markt auch erarbeitet haben. Das ist halt eine super Sache. Ja, schaut das Magazin an. Vielleicht kann ich sogar den einen oder anderen Artikel von euch demnächst ja bei euch in diesem Magazin lesen. Kontaktiert dafür einfach den Ruben. Ihr findet nämlich an seinen Kontakt auf der Webseite vom Gewinnermagazin. Das ist, glaube ich, www.gewinnermagazin.de. Genau. Besucht die Seite und ja, wie gesagt, PR und Medienpräsenz erhöht Sichtbarkeit und Sichtbarkeit führt zwangsläufig zu mehr Umsatz. Wir hören und sehen uns dann in einem der nächsten Videos auf unserem Kanal hier. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss. Hi, mein Name ist Daniel Huchler und ich mache Mindset-Coaching. Ich zeige Menschen, wie sie Kampfgeist entwickeln, das heißt die mentale Einstellung eines Kämpfers, wie sie ihr Business und Privatleben nach vorne bringen. Ich war Polizeibeamter, hatte eine Kampfsportschule parallel schon aufgebaut, habe sehr viel Energie da reingesteckt und ich wusste, dass da noch mehr ist. Ich wollte ja Menschen weiterbringen und habe dann damals mit dem Markus gesprochen, da war ich ja, Polizeibeamter. Ein halbes Jahr später konnte ich dann bei der Polizei kündigen, mich voll auf das Business konzentrieren. Dann habe ich beides aufgebaut, Coaching-Business und die Kampfsportschule. Und jetzt dann mit dem Exzellenztraining dann das Coaching-Business auf das nächste Level gebracht. So, dass ja, das Coaching, die Kampfsportschule alles in den Schatten gestellt hat auf dieses nächste Level Champions League. Also extrem im Mindset und vor allem aber im Wie. Ich hatte keinen Plan, logisch, als Polizeibeamter hat man für viele Dinge Ahnung, aber nirgends im Business und wie etwas funktioniert. Und da haben Andreas, Markus und der Arben mir extrem geholfen, ja, und das Programm. Also für mich ist es einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Es ist so, dass ja, Mindset-Calls da sind, wenn es Mindset-Themen gibt, Vertriebscalls, dass ich, wenn ich sage, okay, ich will verkaufen und ich kann immer wieder auf die Videos zugreifen, das heißt, der Content, der ist vorhanden und ich habe aber die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen für mein Business, für meine Themen, für meine individuellen und weil ich es eben auch liebe, physisch die Trainer zu sehen, die Coaches zu sehen, gibt es auch immer wieder Live-Veranstaltungen für die eigenen Kunden, wo man dann hingehen kann, wo man die Leute dann individuell ja, ansprechen kann und deswegen finde ich das vom Gesamtpaket her finde ich das super spannend. Man kann sich austauschen, wo stehen die anderen Kunden, trifft tolle neue Leute, die ja ein ganz anderes Mindset haben als vielleicht der ein oder andere in seinem Umfeld und es ist auch so, dass wirklich so viel wertvolle Punkte und ich habe wieder so eine To-Do-Liste, die ich abarbeiten darf, Mindset-Shifts und ja, zum einen für mich, zum einen für mein Unternehmen, was ich jetzt aufbaue, ja, also wo kann ich Prozesse ändern und aber vor allem auch für meine Kunden, das heißt, wie kann ich gewisse Mindset-Shifts, wie kann ich Themen
Wie kann ich Metaphern an meine Kunden weiterbringen, damit auch die bessere Ergebnisse liefern? Mein bester Monatsumsatz war genau heute in diesem Monat 90.000 Euro Umsatz seit dem Start des Coachings.